Ja, hallo ihr Lieben, das ist schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Und ich habe mal wieder eine Frage, du kannst mir alle möglichen Fragen stellen, über ein Formular auf liebeschip.de. Und hier schreibt jemand: Hallo Christian, ich habe eine spirituelle Frage. Was hat es mit der dunklen Nacht der Seele auf sich? Ist es einfach nur eine Umschreibung für eine Midlife-Crisis? Und sind toxische Beziehungen quasi ein Katapult, um dort reinzukommen? Liebe Grüße, Cinquerella. Also, das ist so ein Spruch, der geistert viel durch die Selbsthilfe-Psychologie oder Psychologie überhaupt und kommt tatsächlich aus einem Gedicht eines katholischen Mystikers, Johannes von Kreuz, und der hat es geschrieben, als er ein Jahr im Kerker war. Kann man sich vorstellen, dunkle Nacht der Seele. Ja, man könnte sagen, also dieses Phänomen, dass man ja natürlich so Stunden im Leben hat, wo man das Gefühl hat, alles hat einen verlassen und die Seele ist ganz dunkel, und aber auch die Erfahrung, wenn man sich da vertrauensvoll reinfallen lässt, dass häufig gerade, wie sagt man so schön, wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist das Morgengrauen am nächsten, also, oder das Morgenlicht am nächsten, dass gerade in diesen Annehmen dieser scheinbaren Dunkelheit, ja, man sehr lichtvolle, spirituelle Erfahrung machen kann. Könnte es auch so ein bisschen beziehen auf Schattenarbeit, also an seinem Schatten arbeiten. Und ja, hat eigentlich, wüsste ich jetzt nicht, dass das so mit Midlife-Crisis, aber toxische Beziehungen auf jeden Fall, kannst du auf jeden Fall eine dunkle Nacht der Seele haben. Ja, wenn ihr es auch schon mal erlebt habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, und wir sehen uns bald wieder.